Ich habe neulich Secondhand diese Vintage-Vase gefunden und ich finde die immer noch so toll, dass ich mir dachte, ich möchte noch mehr von der haben und habe deswegen für meine leere Wand ein Bild gemalt, was ähnlich ist wie die Vase. Dafür habe ich erstmal eine Leinwand orange grundiert. Das war eigentlich mega unnötig, weil ich habe dann doch mich dazu entschieden, Reibeputz aus dem Baumarkt zu nehmen und das einfach auf die Leinwand zu klatschen und habe das dann halt so verteilt, wie ich das haben wollte und dann habe ich das so ein bisschen so aufgeraut überall und dann habe ich schwarz und braun und weiß gemischt und das so ein bisschen ja fleckig auf diese ganze Leinwand verteilt und dann habe ich mit orange gearbeitet und das so ein bisschen ja als Highlight überall gesetzt in die kleinen Rillen und dann habe ich noch Pouring Gel mit weißer Farbe vermischt, damit das alles so ein bisschen flüssiger wird und dann konnte man das so auf die Leinwand laufen lassen, dann habe ich das noch versiegelt und das ist das super tolle Endergebnis. Ich finde, es ist ein sehr schönes Bild geworden. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Vulkan. Natürlich sieht das Bild jetzt nicht ganz genauso aus wie die Vase, aber wenn man die davor hält, dann sieht man schon auf jeden Fall Ähnlichkeit, farbliche Ähnlichkeit. Okay, danke, tschüss.